Meine, achso, wir brauchen eine Fernbedienung fürs Tor. Guten Morgen, ihr Lieben. Ganz früh am Samstag in Ungarn. Wir, es ist schön kühl noch. Heute sind wieder 33 Grad angesagt. Und ich habe gestern schon... Ja, never ending story. Unkraut in unserer Einfahrt. Wer wollte so eine große Einfahrt haben? Es ist nur noch vor dem Tor zu rupfen. Gestern habe ich... Ja, hol dir! Gestern habe ich angefangen. Es war so brütend heiß nachmittags, dass ich gesagt habe, ich mache das heute ganz in der Früh. Damit ich da nicht wegschmilze. Hier, Livia, deine Handschuhe. Ja, ich beides warte. Ja, gerne. Unsere Matte, wo wir uns drauf knien können. Wo ist der Hummi? Ich ziehe die schwarzen an. So, ich muss aber noch meine Handyhülle holen eben. Jetzt habe ich den Schlüssel. Schlüssel verloren. So. Meine Handyhülle habe ich gestern hier beim Sport vergessen. Die müsste hier noch am Zaun hängen. Da ist sie doch. Ah, oh, ist richtig schön kühl morgens und frisch die Luft. Das tut so gut. Haben schon schön das Haus gelüftet. Und sowas alles. So, wo ist der Smurfy? Siehst du den? Ist der hier? Bernd? Der hört mich nicht. Wenn ich jetzt das Tor aufmache. Ja, heute kann ich auch wieder besser laufen. Ich habe mir gestern meinen Fuß eingehauen vormittags. Das war dann okay, aber abends tat der Fuß weh. Bernd, ja. Ist der Hummi drin? Ach, der ist ganz hinten, okay. Der ist am Streunern. Ich habe Tor hier zugemacht. Da habe ich gehumpelt die ganze Zeit. Jetzt geht's wieder. Es tut noch weh. Ich glaube, ich weiß ja, ich habe mir den... Ich habe gehumpelt, weil mein kleiner Zeh konnte ich nicht belasten. Habe ich es dann so gemacht, ja? Humpli. Ja. Ja, der Hund, ne, den wir hier immer hatten, so ein Besuchshund, der hat hier irgendwo zum Nachbargrundstück gehört. Und der ist hier immer rumgestreunert. Nein, der Hummi kann jetzt nicht hier hin. Ja klar, passe ich auf dich auf. Wir bleiben ja nur hier, ne, auf unserem Grundstück. So, Tor ist wieder zu. Jetzt können wir das hier hinlegen. Mama. Ja. Hier leg einfach da drauf, genau. So. Den hänge ich hier hin. Der Papa ist drin, ne? Wir rupfen jetzt mal Unkraut. So, also ich habe jetzt eine halbe Stunde gemacht und weiter bin ich nicht gekommen. Also es ist hier vorne wirklich so hardcore fest verwurzelt. Man muss ziehen, unendlich ziehen und hat trotzdem nur so, also die Wurzel kommt einfach nicht mit raus. Das ist so, ich war richtig wütend geworden. Nein, das ist jetzt übertrieben, aber ich habe einfach gar keinen Bock mehr darauf. Also entweder macht der Bernd das mit einem Bunsenbrenner oder wie heißt das? Feuert das? Oder es bleibt so. Guck mal, ich habe so viel jetzt hier gemacht. Ich würde sagen, ich habe schon ein bisschen Erfahrung mit dem Unkraut und dieser Einfahrt. Hier kommt es schon wieder neu. Aber ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. Das ist so fest da vorne. Ätzend, wirklich. Nee. Ich mache jetzt meinen Sport, meinen täglichen. Heute ist, glaube ich, schon Tag 7 von 90, wo ich täglich Sport machen will. Mache, nicht will, sondern mache. Jo, wir haben gestern Abend haben wir nach Airbnbs geschaut. In Deutschland. Also es war so, ihr wisst ja, dass wir auf den Führerschein warten. Und gestern habe ich halt auf Instagram was dazu erzählt. Und dann haben mir manche geschrieben, so, ja boah, ich habe 12 Wochen auf meinen Führerschein gewartet. Und so halt. Also 12 Wochen war es längst. Aber einige haben geschrieben halt, dass sie voll lange gewartet haben. Und ja, haben wir gesagt, was machen wir denn dann? Weil wir wollen ja natürlich unbedingt Bernds Familie sehen. Aber wir möchten ja auch Ende Oktober, Anfang November
in die Türkei fahren, ne? Also so die Zeit läuft uns dann davon. Also haben wir geguckt, wenn wir nicht fahren dürfen, dann nehmen wir ein Airbnb in Deutschland, ne? Haben wir geschaut, die kosten aber so, also das günstigste für so eine Ramschbude war so 400 Euro für eine Woche. Für eine Woche. Boah, das war echt heftig. Haben wir gesagt, das machen wir nicht. Da hatte ich so die Idee, bevor ich da jetzt, wenn wir da 3-4 Wochen bleiben, 1600 Euro bezahle, dann guck, lass uns doch schauen nach einem alten, günstigen Wohnwagen. Ich habe euch ja schon mal erzählt letztens, dass wir hier in Ungarn einen auf Facebook, glaube ich, gesehen haben. So einer, der verkauft werden soll, ohne Papiere und so. Die wollten 1000 Euro haben. Und wir haben gesagt, nee, wir zahlen maximal 500 dafür, weil der ja halt, wir brauchen den ja nicht wirklich. Ja, und dann haben wir geguckt bei eBay Kleinanzeigen, so 2000 Euro Wohnwagen. Aber was man da findet, das ist wirklich so leer, also ausgeschlachtet. Wir müssen ja dann halt dann darin wohnen für die Zeit, wo wir in Deutschland sind, für 3-4 Wochen. Also brauchen wir schon ein Bett und eine Küche und so. Kein TÜV haben die auch oft und für uns würde es sich jetzt nicht lohnen, den TÜV fertig zu machen, wenn die Bremsen nicht funktionieren oder so, weil wir den ja nur hier aufs Grundstück dann stellen wollen. Also hätten wir gerne einen, der vielleicht noch so Rest-TÜV hat, 1-2 Monate oder so, und danach ist ja egal. Ja, aber dann wäre dann ja, wir würden nach Deutschland kommen, wir würden dann nur mit unserem Düldül-Van fahren, aber dann musst du den ja auch erstmal anschauen. Den Wohnwagen, also hast den ja nicht sofort oder wir hätten den ja nicht sofort, ne? Dann müsste den, Bernds Papa könnte den dann ziehen, dahin, wo wir stehen wollen und dann müsste innerhalb von der Zeit, wo wir in Deutschland sind, der Führerschein kommen, damit wir den Wohnwagen mit nach Ungarn nehmen können. So viele Ifs und Wenns, also was so alles schief gehen kann, haben wir uns dann doch dagegen entschieden. Mal schauen, wie wir das jetzt machen. Wir haben dann gesagt, ach, der kommt jetzt einfach nächste Woche, der Führerschein. Es sind jetzt 2 Wochen rum. In der dritten Woche wird er kommen. Er kommt einfach. Der Führerschein kommt nächste Woche. Und dann können wir einfach fahren. Es muss einfach so sein. Ich mache jetzt meinen Sport. Bernd hat jetzt das Gift angemischt. Und geht nach vorne das Auftragen. In einer Sprühflasche. Geht mal zugucken. Martelewe, ich helfe dir, dass der Homie hier drin bleibt. Der darf nämlich nicht mit... Geh wacker. Hopp, hopp. Du auch geh wacker. Ja, ich auch wacker, genau. Alle gehen mal wacker. Ja, bin hier. Oh, Ätigung. Er versteht das nicht. Oh, da kommt ja ordentlich was raus. Das hier ist das Zeug. Fossat. Also, keine Ahnung. Mischung haben sie auch drauf geschrieben. Ich mache jetzt ein Foto davon, weil ich weiß, auf Instagram werde ich auch gefragt werden. So, genau. Jetzt gehen wir raus und trinken erstmal unseren Shake. So. Oder ich wollte jetzt einen Sauerteig ansetzen für Brotbacken. Morgen nochmal. Ich hatte ja das hier gestern gebacken. Das ist so gut angekommen. Also ich schneide das immer einen Tag später, also heute. Aber guck mal, die Hälfte ist schon weg. Deswegen machen wir jetzt ein neues. Mama, ja. Für Brot leisten. Ehrlich? Wenn das kaputt ist, ja, dann können wir ein neues. Ja, das schneiden wir gleich mit der Brotschneidemaschine. So, müssen wir erst einmal hier ein bisschen sauber. Du hilfst mit. Du kannst schon mal ein Kilo Mehl aus dem HWR holen. Bitte. So. Ja, mhm. Genau. Dann brauchen wir den Brotbackautomat. Und er kann das kneten. Ich wollte helfen. Ja, kannst du ja. Ich muss jetzt mal zusammenbauen hier, den Kasten da reinmachen.
Erstes machen wir Wasser rein. Das dann in die Sicherheit. Wenn man nämlich das Mehl zuerst macht, dann bleibt das meistens in den Ecken. Deswegen immer zuerst Wasser rein, wenn wir denn die Kiste da reinkriegen. Tricky. Jetzt. Okay, Stecker rein. 500 Milliliter Wasser. Kann ich ja hier gleich drauf schütteln. Ja, und du schüttest das auch da rein, ne? Aber ich kann nur dafür hier hin, gell? Ja, mache ich. Moment. Das ist der Sauerteig. Da schütten wir jetzt einfach was rein von. Ja. Mhm. Ja, ruhig noch ein bisschen mehr. Ja, und hier machen wir einfach gleich frisches Mehl und Wasser rein. Und jetzt kannst du hier einstellen. Weiter. Bis auf. Stopp! Jetzt war ein zu weit. Jetzt Start. Jetzt dreht er sich und rührt das. Jetzt das ganze Mehl rein. Ohne Mehl mehr, dann mache ich nur mehr rein. Dann machst du ein neues rein. Also hier habe ich jetzt einfach, keine Ahnung, 50 Gramm Mehl oder so, geschüttet einfach ein bisschen Wasser rein. Das rühre ich jetzt noch ein bisschen, bis die Klümpchen weg sind. Dann kommt das in den Kühlschrank. Und da bleibt der einfach stehen, ohne dass ich mich drum kümmere. Also ich glaube, der stand da schon 10 Tage drin. Eigentlich sollte man den spätestens nach einer Woche füttern. Aber der ist wirklich sehr, der vergibt einem das. Ja, und dann schütte ich das nächste Mal wieder da rein. Nein. Und das Sauerteig braucht halt immer Zeit, so ein Brot. Deswegen würde ich das jetzt bis morgen gehen lassen, den Teig. Seht ihr dann morgen im Vlog, wie das Brot wird. Ohne Hefe. Richtig faszinierend. Das gehört zur Krisenvorsorge, dieses Wissen. Wie man Brot backen kann ohne Hefe. So. Schweine, die knappen, ne? Ja. Und das sind auch nur die Weine. Lagern wir im Kühlschrank, weil das ist ja ohne Konservierungsstoffe. Nach 2 Tagen bei der Hitze, 3 Tagen kommen da schon Schimmel. Deswegen aufpassen mit Sauerteigbrot. Das ist immer für die Schweine, Hühner und was haben wir noch für Tiere? Quartett, Partett eine Runde. Das ist erst ab 4 Jahre. Ich bin 4 Jahre, oder? Du bist 4 Jahre? Was ist das? 3. 1, 2, 3. Oh. Aber ich bin dann dafür nicht, dass die irgendwie nicht lieber taufen werden. Aber das kannst du doch auch so schon. Ja. Ja. Guck mal, ich kann das hier dann durch. Oh, das war das Fliegengitter. Oh, bist du gerne hier im Wohnwagen? Und das tauschen wir heute nochmal. Quartett spielen wir. So gemütlich hier. So schön, ne? Ich fühle mich hier so wohl. Ich auch. Papa, ich auch hier. Das ist einfach so cool mit der Sitzbank hier und der Ausblick auf den schönen Wohnwagen. Hier die Elefanten dürfen hier hängen. Jetzt haben wir da angemalt. Dann haben wir eine Blume in der Küche. Die grüne. So schön. Der Ausblick ist auch ganz allerliebst aus dem Fenster. Aber es wird jetzt langsam warm hier drin. Die Sonne kommt. Heute Wetteraussichten. Für die nächsten 10 Tage. Heute 34 Grad, morgen 33 Grad und dann ist immer so um die 30 Grad noch. So bombastisches Wetter dieses Jahr in Ungarn.
Ich glaube, in Deutschland ist zurzeit auch richtig schön. Oh, ich bin müde. Ich habe sehr, sehr schlecht geschlafen. Wie hast du geschlafen? Ja, gut. Ehrlich? Ja. Schön. Ich bin aber nicht müde. Nein? Nee. Schön. Ich könnte so einschlafen jetzt. Nee. Nee, ich warte, dass du Karten gibst. Ne? Dann spielen wir noch eine Runde Quartett. Ja. Livia sortiert gerade die Karten alle auf einen Stapel, ne? Mhm. Ja. Ich habe früher immer Rommel gespielt mit meiner Mama, aber da war ich schon ein bisschen älter. Jo? Nee, älter, da war ich bestimmt schon 8 oder 9. Da haben wir ganz viele Abende bei Rommel gespielt. So, 8. Und Hotel haben wir mal gespielt, das Gesellschaftsspiel. Das habe ich gestern noch bei jemandem in der Story gesehen, Hotel. Das wollte ich mal gucken, was das kostet. Das haben wir so gerne gespielt früher, meine Mama, mein Bruder und ich. Und ich gucke jetzt mal, was das kostet. Hotel, Brettspiel. 31 Euro. 44 Euro. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Vielleicht gibt es das gebraucht bei eBay Kleinanzeigen. Ich weiß aber nicht mehr, wie es geht, aber da war halt das Taj Mahal, gab es da. Hotelspiel. Da kommt Lego, Barbie Hotel. Da ist es. 25 Euro. 75 Euro? Fahren die dahin? Nein, das könnten die ja schicken. Das kaufen wir, bezahlen das online und dann können die das schicken. Warum kostet das denn 45 Euro gebraucht? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Wenn das neu 31 Euro kostet. Ab 8 Jahre, 2 bis 4 Mama, Spieler. Ja, die wiederhören, ja, weil die alle Tage ah, haben. Dann kannst du die ja verteilen. Ja, die wiederhören. Oh, ehrlich? Ja. Kann ich nicht im Liegen spielen? Nee. Okay. Der Homi, der sagt nein. Hallo, hallo, hallo. So. Wir haben den Tag ohne euch verbracht. Zumindest ich. Ich habe nur heute Vormittag gevloggt. Nein, gar nicht mehr. Also wir sind jetzt so, muss ich ja sagen, mit der Situation unzufrieden, dass wir so hier warten müssen, gefangen sind und nicht wissen, wann es losgeht. Wenn man jetzt wüsste, keine Ahnung, Freitag hauen wir ab oder so, dann ist der Führerschein da, dann könnte man packen und sich vorbereiten. Aber man weiß halt nicht, ne? Es könnte 6 Wochen dauern, es könnte 2 Wochen dauern, dass der Montag da ist. Wir könnten ja auch so nach Deutschland fahren, habe ich ja, glaube ich, schon in dem Vlog erzählt. Aber dann sind wir gerade da, mit dem Van oder im Zelt oder so. Und dann sagen die, der Führerschein ist fertig. Dann holen wir auch den Wohnwagen nicht mehr, ne? Ja. Wir möchten einen Schluck Wasser. Naja. Jetzt. Mach. Ja. Wir hatten viele Ideen, was wir machen können. Ob wir Airbnb nehmen oder mit Zelt und Van oder im Schrebergarten und Van, weil der Hund dürfte nicht in den Schrebergarten. Wir hatten auch Nachrichten bekommen, könnt ihr nicht bei Familie oder so schlafen. Das geht auf gar keinen Fall, weil wir einfach, also nein, ich schlafe nicht bei irgendwelchen, also sind ja nicht irgendwelche Menschen. Nein, und auch selbst wenn. Das ist einfach, ich möchte mein... Ein Haus hätten mit Gästebereich, da wäre ja, wenn aber eine eigene Wohnung dann hätten, mit eigenes Bad, eigene Küche, dann ja, aber ich bleib nicht... Ja, ich bleib nicht 3 Wochen in einem Zimmer bei einer anderen Familie. Also nicht unsere Familie, nicht mein Mann und nicht meine Kinder. Weil, nein, mache ich nicht.
Unter dir und dein Eigen. Da, wo ich bei dir laufe. Und wo schläft der Papa? Bei uns. Bei wem? Bei uns. Neben dir. Damit wir immer parat stehen. Ja. Befehle. Ja. Also. Wir können immer zu Papa kommen. Aber wir können immer nicht zu Papa. Über Mama trabbeln, über Papa trabbeln, über Mama trabbeln. Oh, Arme. Ist ja nur am Krabbeln. Ja, indeed. Das ist sein Spieli. Gib ihn her, Etty. Bring ihn fein. 90% der Bereiter irgendwas. Oh, komm her. Komm her. Das ist nicht dein Spieli. Das ist Humis. Die Rasse. Die macht er auch nicht kaputt. Nee, nee. Schaut die Marker, ja. Die ist bestimmt wie so ein Schwamm. Da kommt wieder voller Schnodder raus, wenn er drauf ist. Also. Ist so gut. Ich muss gleich brechen. Komm her, Smurfy. Bring ihn fein. Ja, also das Schöne ist, es ist Wochenende und wir müssen nicht bei jedem Telefon klingeln, zusammenzucken und sagen, ist es der Führerschein jetzt da? Ist er da? Ja, vor allem meine Eltern. Ja. Haben wir am Freitag selber gezuckt, wo der andere aus Berlin kam. Ja, genau. Wir haben Amazon-Fahrer angerufen, die haben halt die Telefonnummer aus Berlin. Aber der wird ja auch nicht anrufen aus Berlin wegen dem Führerschein. Der ruft ja, wenn dann an, ja, aus dem Kreis hoch und abholen. Ich weiß, aber trotzdem. Wegen der Bundesdruckerei, die ja in Berlin ist. Naja. Vielleicht holen sie aus Versehen 500er mit rein. Ja, vielleicht verlegen sie den Führerschein auch einfach für weitere Wochen. Dann bleiben wir noch einen Monat. Naja, ich beende den Vlog jetzt und wir sehen uns morgen in alter Frische. Tschüss!